folge mir. Okay. So, Leute. Ich hatte gerade eine spontane Idee. Ich glaube, es ist gut, ihn hier hinzuführen. Okay. Weil sonst haben wir ein Problem. Glaube ich nachher, wenn wir es jemals da hoch schaffen sollten. Ja, das ist gut so. Ich schaffe es einfach nicht hier hoch. Und ihr glaubt gar nicht, wie lange ich eben gebraucht habe, um hier überhaupt hochzukommen. Oder ist der Weg, den ich vorhabe, der falsche? Gott. Hallo, hallo, warte. Okay. So, Leute. Ich bin zwar mittlerweile schon etwas schneller geworden, was den Kram hier vor angeht. Brauche nicht mehr anderthalb Minuten, sondern nur noch eine Minute in etwa, aber es zackt trotzdem übelst. Oh, ich hab immer, dass ich die falsche Taste drücke. Und das hier ist immer noch so knapp im Messen. Ich hasse es. Oh nee, das war zu knapp. Ich muss früher hoch. Ich muss meinen Kopf quasi riskieren. Jetzt. Jawohl. Ah, das ist so knapp. Scheiße, knapp im Messen. Das glaubt ihr gar nicht. Durch da. Jetzt wieder runterkommen. Und jetzt hier nur noch raus. Ganz ruhig, Chris. Ja! Und wir haben es aber immer noch nicht geschafft, Leute. Dann müssen wir noch an ihm hier vorbei. Und ich glaube, hier werde ich nichts riskieren. Ich werde ihn erstmal weglocken. Oh, der haut sogar ab. Gut. Gut, weil wenn der hier unten wäre und ich müsste nicht... Weil ich kann da nicht reinrennen in die Tür. Ich muss stehen bleiben und nach oben Taste drücken. Oh, Gott. Wir haben es geschafft. Schrei ich jetzt einfach mal. Damn. Also ich weiß nicht, was in dem Spiel bisher das abgefuckteste und schwerste war, aber das... Das hier war... Weiß ich nicht... Auf jeden Fall in den Top 5 oder so. Damn. Ich weiß nicht, ob. Ich weiß ja nicht mal, ob Speichern was bringt. Ich denke, ich muss das alles hintereinander schaffen. Auf zum nächsten. Boah, ich schaff's. Okay, dort oben ist ein Scrap und ein Fahrstuhl. Wow! What? Okay, dieser Scrap kann runterkommen. Dann rennen wir mal ein wenig. Sind wir ja gewohnt mittlerweile. Okay, ich muss da hochspringen. Ich bin zu spät gesprungen, glaube ich. Hoffe ich. Oder ich muss zum Fahrstuhl hoch. Das kann auch sein. Die sind ja langsam alle auf Drogen, glaube ich. Alle ein bisschen... Genau so. Ah, Feuer angemacht und Fahrstuhl hoch. Sehr nützlich. Okay, hier ist der Ausgang. Und dort unten wird auch noch was sein, denke ich. Aber komm erstmal mit. Vielleicht das letzte Secret oder noch ein Secret hier. Wofür bist du? Okay. Ah. It's a trap. Geh vom Fahrstuhl runter. Okay. Schon mal die Kombination für den Ausgang. Ich habe das Gefühl, in diesem Gebiet können wir noch mal ein bisschen mehr holen. Hier sind noch zwei Fahrstühle, die wir erkunden können. Yeah! Nächstes Secret. Oh yeah. Es rockt. Diesmal... Naja, okay. Das wird jetzt auch nicht leichter, denke ich. Drei. Drei auf einmal. Holy shit. Da
Dann sind wir schon bei 46. Okay, das ist schon mal mein Ausgang. Muss ich den etwa rüberspringen lassen und quasi in dem Moment, in dem er rüberspringt, auch springen? Ist egal, weil die Entwickler ficken einfach nur. Und wir dürfen jetzt hier alles nochmal machen. Rock die Hütte. Aber egal, für drei Mudokons zahlt sich das Ganze schon ein bisschen mehr aus. So, hier knausert ein bisschen. Und ich kann hier gar nichts machen. Ah, da unten könnte auch noch was sein. Ich frage mich was. Okay, das hier geht doch recht schnell. So, weg mit dir. Eine Lieferung für Mr. Smith. Eine Scrap Pizza, bitte. Ich weiß nicht, wo der Typ gerade hin ist. Kotzen mich jetzt wieder an, weil selbst wenn wir jetzt über den Abgrund mit dem Scrap kommen, wissen wir nicht, was im nächsten Bildschirm auf uns lauert. Und das ist, wir so schnell reagieren, dass ich fast nur sterben kann. Komm. Ah, ich muss sofort losrennen. Man könnte natürlich auch Glück haben, der Typ springt in den Abgrund. Ah, das klappt ja nicht. Jedenfalls nie, wenn man nicht selber dabei stirbt. Und Mr. Try. Da es nicht lange dauert, cutte ich erstmal noch nicht. Je nachdem, wie viel Versuche ich hier brauche. Yes, kloppt euch. Aber jetzt könnte man mal gucken, was da unten ist. Okay, wenn man zwischendurch totgetrampelt wird. Oder auch nicht. Es ging nicht tiefer. Das kann auch sein. Naja. Ah, das wüsste ich zu gerne mal. Los, kloppt euch mal nicht auf dem Fahrstuhl. Habt ihr das gesehen? Irgendwie bin ich nach unten und direkt gestorben. Also nehme ich mal an, dass da nichts ist. Ich würde gerne einmal noch testen. Ja, hier ist nichts. Sehr gut. Dann habe ich jetzt wenigstens Gewissheit und denke nicht, was ist, wenn hier ein Secret ist. Ja, ja, schon klar. Okay, dann jetzt wieder der nächste richtige Versuch. Man, diese Knallmusik bei den Viechern. Als ob man nicht schon genug Panik hätte. Und Ring frei. Für den. Wer hat den längsten? Ich frag mich, was mit dem Scrap passiert, den man hier mit dem Fahrstuhl runterschickt. Ich habe so das ahnende Gefühl, das schlimme Gefühl, wir werden das noch herausfinden. So, und die Hand lasse ich jetzt mal sein, das spart ein paar Sekunden. Die kann ich auch noch holen, wenn ich das geschafft habe. So. Was? Aber wie? Ah, ich weiß, mit Anlauf. Wir dürfen nicht hängen. Wenn wir hängen am Abgrund, haben wir es schon verkackt. Wir müssen rüberkommen und direkt weiterrennen können. Ah, ich mag diesen Hebel hier. Leuchtfeuer entzünden und einen Scrap entsorgen. Und das mit nur einem Hebel. Rock die Hütte. Aber das hier geht wirklich schneller. Also,
Ich wäre vielleicht nicht ganz so frustig beim anderen gewesen. Das war ja dreimal so lang. Das wissen wir da, wer im Secret war. Aber drei Mudokons. Damn! Die müssen wir haben. Come on, Elevator. Bring me down to the secrets. So, next try. Noch sind mir die Ideen nicht ausgegangen. Ich hoffe, der Moment kommt nicht. Und ich muss hier runter, mich runterlassen und dann rüber rennen. Genau so. Yep. Are you kidding me? Erinnert ihr euch noch an dieses scheiß Secret, wo ich ewig gebraucht habe? Das hier ist die Beta-Version, die noch viel schlimmer ist. Wir müssen jeden einzelnen Mudokon wieder hier rüber schaffen. Oh. Fuck me up, ey. Wie soll ich das machen? Oh Gott. Entwickler, ihr seid solche Arschlöcher. Es wäre nicht schlimm genug, wenn ich das einmal schaffen müsste, aber dreimal. Jedes Mal, wenn ich denke, es kann nicht schlimmer werden. Gott, wir sind gerade mal bei, weiß ich nicht, bei der Hälfte. Der Mudokons. Nicht mal, noch nicht mal die Hälfte. Gott. Leute. Langsam zweifle ich an diesen Scheiß hier. Okay. Oh, das war nicht gut. Okay, ein Versuch noch und dann mache ich einen Cut und zeige euch das Secret, wenn ich es geschafft habe. Wenn ich es jemals schaffen werde. Run, run. Renne. Bis die Füße qualmen. Und ich habe keine Ahnung, was ich labere, weil es mich einfach nur ankotzt. Denn das ist alles so scheiße. Und ich sing den scheiße Blues. Tötere, tötötö. Schaffe ich doch nie im Leben, ey. Ich kann mich nicht abseilen. Das geht nicht. Hallo. Folge mir. Okay. Das war zu früh gesprungen. Wenn ich das Vieh irgendwie dazu kriegen könnte, im Abgrund zu fallen. Okay, ich mache einen Cut, Jungs. Und Mädels.